Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Teil von Jurassic Battle. Heute treten gegeneinander an der Velociraptor, der müsste ziemlich weit unten, ganz unten ist er sogar. Kostet 373.000, hat einen Angriffswert von 60 und eine Verteidigung von 16. Der tritt an gegen den Baryonyx, ja. Also ganz klarer Favorit ist eigentlich der Baryonyx, weil er hat, ja, er hat bessere Werte mit 79 und 30. Ist teurer, ist größer, ist schwerer. Deshalb ist er hier eigentlich der Favorit. Aber ich bin sehr gespannt. Der Velociraptor ist ja ein sehr, sehr intelligenter Dinosaurier. Und vielleicht sorgt er hier für eine Überraschung. Wir werden es sehen. Ich bringe euch zurück, sobald die Kämpfe losgehen. Der Velociraptor, oft auch nur Raptor genannt. Velociraptor bedeutet schneller Räuber. Er lebte und jagte in Rudeln mit bis zu 5 Artgenossen. Zu seiner Beute zählten auch größere Beutetiere, die er gemeinsam mit seinem Rudel erlegte. Er war ein äußerst intelligenter und effektiver Jäger und setzte seine scharfen Hand- und Fußkrallen ein, um seine Opfer zu töten. Mit einer Höhe von 1,70 Meter, einem Gewicht von 150 Kilo und einer Länge von 3,9 Metern zählt er eher zu den Fliegengewichten in diesem Wettbewerb. Der Baryonyx. Er war ein großer Vertreter der Spinosauridae. Sein Name bedeutet schwere Klaue und leitet sich von seiner riesigen Klaue am ersten Finger ab. Im Bauchraum des Baryonyx wurden sowohl Fisch- als auch Iguanodon-Fossilien gefunden, was darauf hindeutet, dass er nicht nur ein guter Angler war, sondern auch ein Aasfresser war. Mit einer Höhe von bis zu 3 Metern, einem Gewicht von 1 Tonne und einer Länge von bis zu 9,3 Metern gehört er zu den mittelgroßen Teilnehmern in diesem Wettbewerb. So, die beiden Kontrahenten sind ausgebrütet, sind gestärkt, haben gegessen, getrunken. Und ich würde sagen, wir können hier die Tore öffnen. Die beiden sind sogar gerade sehr dicht aneinander dran. Vielleicht geht es hier dann direkt los, mal schauen. So, das Tor ist weg. Oh, der Velociraptor. Ah, nee, doch noch nicht. Wir werden auf jeden Fall den ersten Kampf uns aus Sicht des Velociraptors anschauen. Ihr seht ja schon den krassen Größenunterschied. Also, das könnte sehr, sehr schwierig werden für den Velociraptor hier. Aber man sollte ihn auch nicht unterschätzen, ne? Er ist sehr, sehr listig. Und gucken wir uns jetzt nochmal an hier, wie er die Ziege springt hier. Und da hat er sie. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald die beiden aufeinander losgehen. Bis gleich. Oh, die beiden gehen jetzt aufeinander los, so wie es aussieht. Oh ja, sie brüllen sich an. Oh, der Velociraptor schnappt schon mal in die Richtung. Ich hab das hier fast verpasst. Aber die beiden gehen jetzt hier wieder auseinander. Der Velociraptor rennt hier weg. Der Baryonyx hat ihn auch nicht angegriffen. Scheint mir fast so, als wenn die beiden gar nicht kämpfen möchten. Nein. Ich bringe euch gleich zurück, falls hier nochmal was passiert. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also ich habe mir das Ganze eine ganze Weile lang jetzt angeguckt. Und die beiden scheinen echt nicht miteinander kämpfen zu wollen. Ich muss jetzt hier schnell die... Ist die jetzt einfach da durchgelaufen? Wow. Ja, ich habe jetzt einen Plan. Ich möchte gerne das Gehege sehr, sehr stark verkleinern, ohne Fressen drin am besten.
Und deswegen versuche ich hier gerade die Ziegen auszusperren. Wie es jetzt aussieht im Endeffekt, das ist, spielt jetzt keine Rolle. Es muss nicht schön sein. Aber ihr seht ja schon, hier sollen sie dann aufeinandertreffen. Dann werde ich hier auch noch den Zaun zubauen, sobald sie dicht auf dicht sind. Das heißt, sie sind dann auf engstem Raum eingesperrt. Und dann hoffe ich vielleicht, dass sie aufeinander losgehen. Also das ist so meine letzte Hoffnung. Ansonsten müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Also wir schauen mal, ob die beiden wirklich gegeneinander kämpfen können. Ich lasse sie jetzt frei und sobald sie gleich eingesperrt sind auf engstem Raum, bringe ich euch zurück. So Leute, ihr seht, ich habe die beiden hier eingesperrt, sind beide noch am Trinken. Ich öffne jetzt den Bereich zwischen den beiden und dann beobachten wir das Ganze. Ich hoffe jetzt wirklich, dass hier was passiert, dass die beiden jetzt schreien kann, wie ein Wilder. Aber ich hoffe wirklich, dass die beiden jetzt aufeinander losgehen. Sie haben Hunger. Irgendwo müssen sie ja Nahrung herbekommen. Eigentlich müssen sie jetzt echt bis aufs Blut kämpfen. Der Baryonyx kommt jetzt hier auch schon. Der Velociraptor rennt erstmal nur an ihm vorbei. Hm. Ihr seht schon, die beiden... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob sie Respekt voreinander haben oder ob sie sich einfach gut verstehen. Ich weiß es nicht. Der Baryonyx dreht sich verwirrt im Kreis. Ja, das Problem ist, wir brauchen halt einen Gewinner hier. Und ich könnte natürlich noch an den Genen rumspielen, die beiden aggressiver machen. Aber ich denke einfach, wenn die beiden jetzt hier nicht aufeinander losgehen, jetzt im Normalzustand, dann hat das Spiel das einfach... Oh, bevor ich jetzt weiterrede, schauen wir erstmal. Na los. Die beiden wollen nicht. Das haben sie vorhin auch schon die ganze Zeit gemacht. Ich denke einfach, das Spiel hat nicht vorgesehen, dass diese beiden gegeneinander kämpfen. Also es gibt wahrscheinlich einfach keine Animation. Und deswegen kämpfen die beiden einfach nicht gegeneinander. Muss ich persönlich sagen, finde ich sehr, sehr schade. Weil das wäre sicherlich ein sehr spannender Kampf gewesen. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier einen Gewinner. Und wir müssen das jetzt irgendwie anders klären. Ich werde mir was überlegen und dann bringe ich euch zurück. Und dann werden wir hier zwischen den beiden auch einen Gewinner küren können. Auch wenn sie jetzt nicht direkt gegeneinander kämpfen. Aber vielleicht können wir einen Wettkampf oder so draus machen. Also, bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Ich habe mir eine Lösung überlegt. Und zwar habe ich ein riesiges Gehege gebaut, wie ihr seht. Und in diesem Gehege ist jede erdenkliche Art an Pflanzenfresser freigelassen worden von mir. Und wir lassen dann gleich den Velociraptor und den Baryonyx jeweils 5 Minuten frei in diesem Gehege rumlaufen. Und wer von den beiden dann mehr Kills macht, also mehr Dinosaurier umbringt, der gewinnt dann. Also die beiden müssen hier in dieses Gehege und so viele Kills wie möglich machen, um zu gewinnen. Und ich hoffe, das ist für euch eine angenehme Lösung. Und ich denke schon, dass es zumindest spannend ist anzugucken. Es ist sehr schade, dass die beiden nicht gegeneinander kämpfen, aber ja, ich hoffe, diese Lösung ist für euch alle zufriedenstellend. Ich bringe euch dann gleich zurück, wenn es losgeht. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die 5 Minuten von dem Velociraptor starten, sobald er hier auf dem Boden gelandet ist und losläuft. Dann gehen die 5 Minuten los und dann muss er so viele Kills wie möglich machen hier. Also das ist ein Gehege voll mit Pflanzenfresser aller Art und ich bin sehr gespannt. Er rennt hier auf jeden Fall direkt los. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, allerdings sieht das... Oh, da, doch, da steht ein Opfer für ihn vielleicht. Ah... Ja, es sieht erstmal so aus, als wenn er jetzt hier erstmal trinkt. Okay, ich hoffe, er trinkt jetzt nicht allzu lange, weil sowas kann echt viel Zeit kosten. Aber ihr seht schon, ich habe den Zeitraffer aktiviert und der Velociraptor hat hier wirklich, ja, über eine Minute war es, glaube ich, verschwendet. Nichts tun, seht ihr, über eine Minute. Und jetzt läuft er durch den Wald. Ich verliere leider gerade die Sicht, versuche aber so schnell wie möglich wieder die Sicht auf den Velociraptor einzufangen. Und ihr seht, er kommt aus dem Wald und springt hier direkt auf einen Parasaurolophus. Und macht damit seinen ersten Kill. Sehr, sehr gut. Er muss jetzt aber zusehen, dass er jetzt direkt den zweiten hinterherhaut, weil sonst kann das hier wirklich eine knappe Sache werden. Oh, da kommt ein Triceratops. Was möchte er denn? Ja, er hoppelt nur vorbei, das ist in Ordnung. Okay, einen Kill haben wir schon mal für den Velociraptor. Er geht hier aber jetzt auch direkt weiter und sucht sich direkt das nächste Ziel. Wir sind hier jetzt knapp unter 3 Minuten.
Und er springt hier auf einen Gallimus oder einen Aero. Ich weiß es nicht ganz genau. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, falls ihr es wisst. Es gibt ja noch so einen ähnlichen wie den Gallimus. Und ich glaube, der war das. Den Namen weiß ich aber gerade nicht. Und er sucht sich hier direkt das nächste Ziel und macht seinen dritten Kill mit einem Dracorex. Also der Velociraptor hat jetzt hier wirklich Blut geleckt und legt hier richtig los. Ja, die Zeit, die verrinnt. Es sind nur noch knapp 1 Minute 30 Sekunden über. Aber er sucht sich hier direkt das nächste Opfer und fliegt hier förmlich über den Kopf und beißt ihn in die Kehle. Also das ist hier wirklich eine Hammer-Performance von dem Velo. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Er schleicht sich an den nächsten Saurier ran und macht Kill Nummer 5. Nochmal ein Dracorex, den er hier erlegt. Schafft er es jetzt noch in 30 Sekunden einen sechsten Kill zu machen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und er schafft es. Er schafft es. Er hat noch knapp 12 Sekunden. Schafft er es noch einen Kill zu machen? Ich denke nicht. Also ich denke mit 6 Kills war es das jetzt erstmal mit dem Velociraptor. Aber 6 Kills ist wirklich eine Hausnummer, würde ich sagen. Also das wird schwierig für den Baryonyx. Und 6 Kills für den Velo. Der Baryonyx startet jetzt als nächstes und ich bin sehr gespannt, wie viele er schafft. Der Baryonyx wird jetzt hier abgeliefert und steht jetzt auf seinen Füßen und damit beginnt jetzt die Zeit. Und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt hier am Anfang auch so viel Zeit verplempert. Er schaut jetzt sich erstmal hier blöd in der Luft rum, guckt, was war das für ein Helikopter. Aber jetzt geht's hier direkt los und er rennt hier, wie es aussieht, auch direkt auf einen Edmontosaurus zu und packt ihm am Hals und macht damit den ersten Kill. Das war nicht schlecht. Innerhalb von 40 Sekunden, das ist wirklich sehr, sehr gut. Der Velociraptor hat seinen ersten Kill, glaube ich, erst nach 1,5 Minuten oder sowas gemacht. Also der Baryonyx hat hier wirklich jetzt die Nase vorne. Aber er ist hier sehr lang. Ich verliere leider wieder die Sicht. Aber er kommt wie der Velo aus dem Wald und schnappt sich hier direkt das nächste Opfer. Und hat somit nach knapp 1 Minute 40 schon 2 Kills. Also das ist nicht schlecht. Und wie es ausschaut, lässt er sich jetzt aber hier auf einen Kampf ein mit einem gefährlichen Pflanzenfresser. Also das kann jetzt wirklich nach hinten losgehen. Aber er schlägt hier direkt zu. Boah, kriegt jetzt hier aber auch die volle Breitseite ins Gesicht mit den Stacheln hier. Er hat über 50% seines Lebens verloren. Wenn er jetzt nochmal getroffen wird, dann geht er hier zu Boden. Aber er trifft, er trifft. Wenn er zu Boden geht, dann ist das hier vorbei. Dann ist der Baryonyx raus. Und sein Gegner kippt um. Sehr schön, sehr schön. Sein Gegner kippt um. Damit hat er 3 Kills. 2 Minuten noch Zeit für weitere 3 Kills, um auszugleichen. Vielleicht auch 4 Kills. Wer weiß das schon. Er holt sich hier den nächsten. Damit hat er 4 Kills. Ja, er hat noch 1,30 Zeit. Das ist noch locker machbar. Er steht hier jetzt aber sehr, sehr lange rum. Guckt sich um. Und jetzt hat er sein nächstes Opfer gefunden. Er packt es sich hier, schleudert es in der Luft und macht damit den fünften Kill. Den fünften Kill. Er hat jetzt noch 40 Sekunden, noch einen weiteren Kill zu machen, um auszugleichen mit dem Velo. Dann müssen wir hier noch eine weitere Lösung finden. Kann er es schaffen? 20 Sekunden noch. Leute, das ist wirklich, wirklich knapp. Wenn er sich jetzt hier in dem Wasser einen Dinosaurier packt, dann könnte es klappen. Aber er bleibt stehen am Wasser. Und es scheint mir so, als wenn er jetzt erstmal trinkt. Damit tickt die Zeit runter. 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei! Damit ist der Velociraptor eine Runde weiter und der Baryonyx ist raus. Mit 6 zu 5 Kills hat der Velociraptor diese Runde für sich entschieden. Das ist unglaublich, finde ich geil. Der Velo ist weiter und ich würde mich, wenn es euch gefallen hat, sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und falls ihr mehr sehen möchtet und nichts mehr verpassen möchtet, dürft ihr auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!